Willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es einmal nicht um Uhren, sondern um ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und das ist die Dokumentation meiner Unabhängigkeit und dass meine Videos wirklich nicht bezahlt sind. Beziehungsweise wie viel Geld ich mit YouTube verdiene. Ich habe gesagt, als ich angefangen habe, Werbung für meine Videos zu schalten, dass ich da sehr transparent sein möchte. Und ich denke, es ist jetzt Zeit, ein Update dazu zu geben, denn meine erste Einschätzung, dass ich 20 Euro im Monat damit verdienen könnte, ist falsch. Es ist wesentlich mehr und das möchte ich euch heute einmal ganz offen zeigen. Vorher möchte ich euch aber noch ein anderes Thema kurz erläutern und das ist die Frage der Kooperationen. Meine Videos sind, sollen und werden weiterhin keine Werbevideos sein. Ich lasse mich für meine Videos nicht bezahlen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schwieriger und eine größere Herausforderung, als ich gedacht habe. Mittlerweile bekomme ich beinahe wöchentlich, teilweise sogar mehr als eine pro Woche, Anfragen herein, ob ich nicht für ein bestimmtes Produkt mal ein Review machen würde. Ich sollte doch mal sagen, was das kosten würde, beziehungsweise ich könnte dann das entsprechende Produkt behalten. Und das sind also, wie gesagt, 4 bis 6 Anfragen pro Monat und es handelt sich dabei tatsächlich auch um Sachen, die einen gewissen Wert haben. Ich habe jetzt insgesamt von 3 Uhrenmarken ein Angebot bekommen, doch mal ein Review zu machen und ich könne anschließend die Uhr behalten. Gut, es waren jetzt keine Uhren für Tausende von Euro, aber es waren Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Ich habe bei zwei Marken habe ich abgelehnt, weil die Uhren nicht zu meinem Kanal passen. Bei einer anderen Marke habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne, aber ich schicke die Uhr zurück. Beziehungsweise bezahle sie, wenn sie mir so gut gefällt. Ich werde sie nicht einfach nur so behalten, um das Video zu machen. Und da habe ich gemerkt, dass das schon eine gewisse Herausforderung ist. Ebenso ging es mir bei einer Anfrage von einem Werkzeughersteller, der Tools und Werkzeug für Uhren macht. Da habe ich auch gedacht, naja, ich könnte doch so manches brauchen, habe das aber auch dankend abgelehnt, weil es um Uhren und nicht um Werkzeug gehen soll. Eine andere Anfrage war über einen Uhrenbeweger, den ich hätte auch behalten können, wenn ich ihn reviewed hätte. Also das sind so Sachen, wo ich dann merke, dass es schon eine gewisse Standfestigkeit bedarf, um da nicht schwach zu werden. Andere Sachen, die fallen mir leicht abzusagen, Review von Schnittsoftware, von Kleber, Büromaterial und ach, ich weiß nicht, was ich alles reinbekommen habe. Da ist es ganz leicht, Nein zu sagen. Bei anderen Sachen, wie gesagt, ist es etwas schwerer. Nichtsdestotrotz verdiene ich Geld mit meinem Kanal. Das zeige ich euch gleich im Detail. Vorher noch eine Sache, weil ich auch danach gefragt wurde, wie aufwendig es denn ist, so ein Video zu machen. Ich hatte immer so eine grobe Schätzung, aber für dieses Video hier habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und habe mal grob zusammengestellt, wie viel Zeit ich in ein einzelnes Video investiere. So, und wenn wir jetzt mal reinschauen, es geht damit los, dass ich die Videos planen muss, dass ich einen gewissen Release-Schedule habe, wann kommt was, wie mache ich das, damit ich nicht zu oft die gleiche Marke habe. Also das ist so pro Video ungefähr 5 bis 10 Minuten in Summe, die ich investiere, um zu schauen, welches Video mache ich wann, welche Marken habe ich, welche Uhren bekomme ich und so weiter. Dann muss ich für viele Uhren einen Herstellerkontakt aufbauen, brauche dafür ein Netzwerk, muss mit den Leuten sprechen, welche Uhren, worauf soll ich achten, was kommt als nächstes. Ich muss die Uhren bekommen, ich muss sie versenden anschließend wieder teilweise, muss ich auch irgendwo hinfahren, sie abholen, wenn ich nicht da war.
Das sind alles Zeiten, die ich natürlich versucht habe runterzubrechen. Und das bewegt sich so zwischen 30 Minuten und 60 Minuten für den Herstellerkontakt pro Video. Und beim Paketpacken und Abholen sind es im Schnitt so 10 Minuten. Wenn ich hier bin, ist es kein Thema. Wenn ich es irgendwo holen muss, ist es mehr. Das ist so runtergebrochen. Der Herstellerkontakt ist deshalb so viel, weil auch viele Kontakte nicht zu Videos führen und nicht dazu führen, dass ich Uhren bekomme. Aber natürlich Zeit ist, die ich investieren muss. Wenn ich dann eine Uhr bekomme, dann nehme ich mir erstmal eine gewisse Zeit, um mir die Uhr anzuschauen. Wie wirkt sie auf mich? Was könnte ich dazu sagen? Was fällt mir auf? Auch das ist eine Zeit, die ich hier festgehalten habe. Wenn ich dann fertig bin zum Filmen, muss ich meinen Schreibtisch ein bisschen aufräumen, muss ein paar Sachen in meinem Arbeitszimmer abhängen, muss also mein Setting ein bisschen vorbereiten. Auch das kostet Zeit. Dann werden die Uhren gefilmt, dann filme ich mein Hallo und Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Anschließend spreche ich den Text zu den Uhrenbildern ein. Dann wird das Ganze geschnitten und zusammengeschnitten mit den verschiedenen Bildern und Texten und anderen Effekten, die ich versuche einzubauen. Dann wird ein Thumbnail, also das Vorschaubild für YouTube gemacht. Dann wird die ganze Sache hochgeladen. Ich schreibe eine kurze Beschreibung. Ich mache eine Keyword Research. Wonach wird am meisten gesucht? Was schreibe ich in die Tags rein, damit das Video auch gefunden wird? Und wenn das Video dann hochgeladen ist, dann kommen im Idealfall ganz viele Kommentare, die ich auch sehr gerne beantworte. Aber auch das kostet Zeit. In Summe liege ich da gefühlt, und ich glaube, das sind ganz realistische Werte, zwischen 3,5 und 5 Stunden pro Video, beziehungsweise bei im Schnitt 9 Videos, die ich im Monat hochlade, zwischen 32 und 45 Stunden. An dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an meine Frau, die das mitmacht. Denn das ist alles andere als selbstverständlich, dass jemand ein so zeitintensives Hobby ausleben darf, ohne von seiner Frau die rote Karte gezeigt zu bekommen. Deshalb ganz dickes Dankeschön an meine Frau, dass sie das wirklich mitmacht. Ja, dann habe ich 2 verschiedene Einkunftsarten. Ich zeige euch mal die erste, und zwar handelt es sich hierbei um Amazon. Unter meinen Videos habe ich einen Amazon-Partner-Link. Wenn ihr da draufklickt und ein Produkt bestellt oder auch ein ganz anderes Produkt bestellt, wenn ihr den Link angeklickt habt, bekomme ich einen kleinen Kickback, eine kleine Vergütung. Und hier könnt ihr sehen, für das Jahr 2020, da habe ich im Juni angefangen damit und habe fürs ganze Jahr 152 Euro vor Steuern bekommen. Im Jahr 2020 habe ich aber nicht nur für Amazon Geld bekommen, sondern habe auch angefangen, meine YouTube-Videos zu monetarisieren. Und das könnt ihr hier sehen. Im Jahr 2020 habe ich vor Steuern von YouTube-Werbeeinnahmen 399 Euro vor Steuern bekommen. Da sind die Monate November und Dezember drin, die als Vorweihnachtsmonate deutlich mehr Vorsteuerumsatz erzeugt haben als die anderen, wie ihr hier sehen könnt. Ja, 2020 sah es dann ganz ähnlich aus. 2021 sah es ganz ähnlich aus, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe also in den ersten 4 Monaten 2021 von Amazon 61,96 Euro vor Steuern eingenommen und bekommen, beziehungsweise von YouTube 358,97 Euro vor Steuern. Wenn ich das Ganze runterrechne, dann sind das 130, 140 Euro brutto im Monat für ein Hobby, was natürlich sehr, sehr angenehm ist, aber es ist weit davon entfernt, dass ich davon leben könnte oder auch nur mein Hobby, die Filmerei, also das Filmen als Hobby, finanzieren könnte.
Ja, das wollte ich euch zeigen, einfach nur, um da eine gewisse Transparenz zu schaffen. Und für die, die es interessiert, habe ich mir auch noch mal die Videos rausgesucht in der Einzelaufstellung, welche Einnahmen ich mit den einzelnen Videos habe. Und ihr seht hier die Übersicht der letzten 28 Tage. Das Video, in dem ich zeige, wie Stahlbänder gekürzt werden, hat in den letzten 28 Tagen 13,43 Euro Vorsteuereinnahmen generiert. Und danach geht es schon drastisch runter. Dann kommen noch zwei Videos mit über 5 Euro. Und dann geht es ganz, ganz drastisch runter. Und bereits das 12., 13. Euro liegt, Video liegt unter einem Euro in 28 Tagen. Wenn ich mir das Ganze unbegrenzt angucke, also seitdem ich Werbungen insgesamt schalte, könnt ihr sehen, dass dann mein Stahlband-Video 114 Euro Vorsteuern verdient hat und das nächste Video dann 18, 17, 13 und auch da geht es dann sehr, sehr schnell runter. Ihr seht, es ist mehr als die von mir vermuteten 20 Euro im Monat. Es ist aber auch bei weitem nicht so, dass ich mich in irgendeiner Weise davon beeinflusst fühle oder tendenzielle Videos mache, die mehr Einnahmen generieren als andere. Ihr könnt hier in der Übersicht ganz deutlich sehen, ein Video ist ein Ausreißer und bei den anderen ist es mir ehrlich gesagt relativ egal, ob ich 18, 15 oder 11 Euro insgesamt bei einem Video an Vorsteuereinnahmen habe. Das, was da netto übrig bleibt, das hätte ich mir auch ohne das leisten können. Es ist einfach eine nette Geste, ein netter Gag. Es ist so eine Art Leistungsmessung des Videos, wenn ihr das so wollt. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und um das dann abzuschließen, habe ich noch eine dritte Einnahmequelle. Und das ist die Kanalmitgliedschaft. Ich habe aktuell zwei Kanalmitglieder, also in Fingern zwei. Und das bedeutet für mich eine monatliche Vorsteuereinnahme von 2,18 Euro. Denn bei allen Einnahmen, die kommen, seien es die Werbeeinnahmen oder die Kanalmitgliedschaften, verdient YouTube mit dran. Das heißt, es geht nicht alles an den, der die Videos macht, sondern YouTube kassiert, ich glaube 45%, irgendwas um diesen Dreh rum, dafür, dass sie die Plattform bereitstellen und mich das dort tun lassen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt, ob ich euch weiterhin solche Updates geben soll, ob euch das Schnurzpiep egal ist oder ob ihr sagt, stell die Werbung ein, das ist nicht nötig, dass du da irgendwas dran verdienst. Ich bin da sehr neugierig drauf, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund und beim nächsten Mal gibt es wieder eine Uhr im Video. Bis dahin, tschüss, euer Axel.